Herzlich willkommen aus meinem Informationskanal für vedische Astrologie. Mein Name ist Gerhard Weiner und ich bin tätig als Lehrer der Online-Schule für vedische Astrologie. In diesem ca. 15 bis 20-minütigen Video geht es um die Deutung des Monats Januar 2024 für den Aszendenten Steinbock anhand des vedischen Monatshoroskops basierend auf dem tropischen Tierkreis. Zwei kurze Hinweise, ehe wir gleich loslegen. Erstens, Deutung wie immer anhand Ihres Aszendenten, nicht anhand Ihres Sonnen- oder Sternzeichens, wie Sie das vielleicht aus der westlichen Astrologie kennen. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, ist unterhalb in der Videobeschreibung ein Link, wie Sie gratis Ihr vedisches Horoskop erstellen können. Das Symbol im ersten Haus zeigt Ihren Aszendenten an. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich natürlich Ihre Geburtsangaben nicht habe, sodass ich die Planeten in Ihrem Geburtshoroskop nicht kenne, die aber auch sehr, sehr wichtig wären. Trotzdem ist es auch schon möglich, allein anhand Ihres Aszendenten und der Reise der neuen Planeten im Transit durch die 12 Häuser in Ihrem vedischen Horoskop interessante Themen oder mögliche Ereignisse für den kommenden Monat beleuchten zu können. Und für genauere Prognosen, genauere Analysen empfehle ich Ihnen ein persönliches vedisches Horoskop mit Ihren ganzen Geburtsangaben. So etwas macht meine Ehefrau Brunhilde und da habe ich eine gute Information für Sie, nämlich sie bietet vom 20. Dezember bis 28. Dezember für eine begrenzte Anzahl vedische Horoskope zu Aktionspreisen an. Hierzu befindet sich auch unterhalb in der Videobeschreibung ein Link, wie Sie mal auf diesem Markt stöbern können, ob ein vedisches Horoskop zu einem bestimmten Thema jetzt zu vergünstigten Preisen für Sie vielleicht jetzt genau das Richtige wäre, gerade jetzt auch zum Jahreswechsel. Ja, außerdem ist natürlich auch ein Link in der Videobeschreibung, wie Sie sich zu meiner Schule informieren können. Dann können wir schon loslegen. Hier haben wir den Chart, dann den Stand der Planeten am 01.01.2024. Ich beginne mit den langsam laufenden Planeten. Das sind Saturn, Jupiter und die karmische Achse Rahu-Ketu. Denn diese drei Faktoren sind zwischen einem Jahr und 2,5 Jahren im gleichen Zeichen und beeinflussen dadurch langfristig bestimmte Lebensbereiche, über die ich jetzt erstmal sprechen werde. Ich beginne mit dem Saturn, der ja auch der Herrscher Ihres Aszendenten ist, also ein ganz wichtiger Planet ist. Und dieser befindet sich von Frühjahr 2023 bis Frühjahr 2026 in den Fischen, also Ihrem dritten Haus. Das dritte Haus steht für Veränderungen. Das bedeutet, hier kommt Bewegung rein in Ihren Lebenspfad. Saturn im dritten Haus zeigt aber auch an, dass Sie jetzt sehr gut eigene Anstrengungen unternehmen können, ja, um mehr die Saturn-Qualitäten entwickeln zu können. Was sind denn die Saturn-Qualitäten? Nun, Saturn steht für viele Themen, aber ich sage Ihnen mal ein paar Charaktereigenschaften, die wir entwickeln sollen. Demut, ja, eine Königstugend übrigens. Dann die Fähigkeit zu loslassen. Drittens die Fähigkeit zum Annehmen und zum Akzeptieren, ja, dass man Dinge, die man nicht ändern kann, dann annimmt und einfach sein Kreuz weiterträgt und geht und nicht in Ärger kommt. Saturn steht für Bescheidenheit, Einfachheit, Tiefe, ja, Leid auch aushalten zu können und dies auch letztlich als göttlichen Willen akzeptieren und hinnehmen. Saturn steht für die Geduld. Saturn steht dafür, dass wir verantwortungsbewusst sind, dass wir die Dinge eben genau machen. So steht Saturn für sehr, sehr viele Sachen und da das dritte Haus ausgelöst ist, was ja für Ihren Willen steht, für Ihre Anstrengungen, ja, für Ihre Initiativen, so könnt ihr jetzt sehr viel über die Entwicklung
oder Stärkung von Saturn durch sie in Gang gesetzt werden. Das dritte Haus steht ja für Lernen, Informieren, ja, und es ist auch anzuraten, über Saturn sich generell im Leben zu informieren, denn wenn wir ihm keine Aufmerksamkeit schenken, ihn seine Qualitäten zu entwickeln, dann klopft er in unserem Leben an und dann werden die Dinge halt erfahren, aber dann erfahren wir die unbewusst und dann wundern wir uns, ja, und dann schlägt es ein und links und rechts und wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen. Aber wenn wir von uns aus die Aufmerksamkeit auf die Entwicklung dieser Königstugenden, die für die Saturn steht, legen, dann gehen wir den Weg bewusster und der Lebensweg wird für uns schöner, einfacher und auch ja, einfach erfreulicher, weil wir dann auch die Schönheit Saturns erkennen mit seinen Qualitäten. Dann haben wir als nächstes den Rahu im vierten Haus und Ketu im zehnten Haus. Die karmische Achse ist positioniert hier von Mitte diesen Jahres bis Anfang 2025. Das bedeutet nun, dass der Fokus jetzt auf einer inneren Ebene liegt, nämlich der Persönlichkeitsentwicklung. Passt ja ganz gut zu dem, was ich jetzt gerade auch über Saturn gesagt habe. Weil das dritte Haus steht auch für Entwicklung und da steht der Saturn drin, der ja Sie sind. Und Rahu legt den Entwicklungspfad des Bewusstseins eben jetzt in die Richtung, dass Sie mehr lernen, wie Sie inneren Frieden entwickeln können. Und das schaffen Sie, wenn Sie sich eben mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, viertes Haus. Dazu kreiert der Rahu aber auch Stress im vierten Haus, damit Sie hier in Gang kommen. Ja? Das vierte Haus steht ja für die Lebensfreude, für die innere Fülle, für ein schönes Zuhause, für gute Beziehung zur Mutter, für schönes Vermögen, für tolles Auto, für was weiß ich, all diese Dinge, die das Leben angenehm machen. Nur wenn jetzt Rahu da drin steht, macht er mit diesen äußeren Dingen etwas mehr Unfrieden, was aber dann richtig verstanden sie dazu bringen kann, zu verstehen, dass es um die innere Arbeit ist, die getan werden muss. Und dadurch, dass Sie diesen Weg gehen, der eben mehr nach innen weist, schauen Sie mal, diese ganzen wichtigen Schicksalsplaneten, Saturn, Rahu und Jupiter, stehen alle unterm Horizont, auf der linken Seite, da ist der Fokus drauf. Und deswegen Ketu in Haus 10 sagt, das 10. Haus, also diese Saturn-Themen, Pflichterfüllung, Arbeit, Karriere und, sind jetzt nicht die 1A-Themen. Eher das ein bisschen loslassen, ja, der Fokus geht eher auf die innere Ebene. Dort ist was zu holen, da soll die Energie reingehen, in das Nichtmaterielle, in das Feinstoffliche. Dadurch, dass Sie das dann machen, mehr diese innere Arbeit tun, werden Sie dann letztlich auch besser darin werden, Ihre Karriere zu fokussieren oder nach oben bringen zu können. Jupiter im fünften Haus zeigt an, dass besonderer Schutzfaktor für Kinder oder eine gute Zeit mit den Kindern, ja, kann auch generell anzeigen, dass Kindersegen ansteht, falls Sie das Alter noch haben dafür. Jupiter in Haus 5 kann aber auch bedeuten, dass Sie Freude darin finden, sich mit ihrer Individualität noch mehr zu entdecken. Und das passt ja alles zu dem vorher Gesagten. Denn das fünfte Haus steht für ihre Kreativität, für Lebensfreude, für Vitalität, für ihre Talente, für ihre Einzigartigkeit. Und Jupiter wirft Licht darauf, zeigt, dass da Freude zu finden ist, wenn man sich damit mehr beschäftigt. Und es macht das ja runter, was ich über den Fokus sagte. Es geht nicht so um die Bedeutung
was die Welt da draußen, die Öffentlichkeit und all das, sind jetzt mit sich mehr beschäftigt und sollten noch ein viel klareres Bild von sich selbst bekommen. Nun komme ich zu den schneller laufenden Planeten. Ich beginne dazu mit Mars, der ist ja noch bis 5. Ist der im 5. Januar im Schützen, hier im 12. Haus, geht aber dann, und das ist jetzt hier das größere Thema, ist er dann im Steinbock, ihrem Aszendenten, wo er eine Konjunktion hat mit der Sonne bis 20. Januar. Am 20. Januar wechselt ja die Sonne dann in den Wassermann. Und so haben wir hier Sonne-Mars-Konjunktion in ihrem Aszendenten. Das gibt ihnen eine Menge Energie, dass sie Taten vollbringen können, dass sie Dinge zum Geschehen bringen können. Und das macht sie energiegeladen, für ihren Weg zu kämpfen. Ja? Und sie sollten aber dabei aufpassen, ja, weil diese Konjunktion kann auch als drängelnd, fordernd, stürmisch, druckvoll, konfliktgeladen und so weiter wahrgenommen werden und sich dementsprechend auf das 7. Haus, also ihre Gegenüber, ihre Mitmenschen, ungünstig auswirken. Nun, Sonne und Mars bringt sie aber auch mit sich selber mehr in Kontakt und sie verspüren auch mehr Lust, dass sie Handlungen unternehmen, die sie mehr zu sich selbst bringen, ja, die ihnen vielleicht auch helfen, mehr mit ihren Inspirationen oder ihrer Seele in Kontakt zu kommen. Mars im Aszendenten thematisiert aber auch nochmals die Wohnsituation. Ja, vielleicht wird das den Monat wichtiger, solange Mars eben hier jetzt im Aszendenten weilt. Mars kann aber auch für die jüngeren Geschwister stehen oder dass irgendwelche anderen Dinge, die Hindernisse darstellen. Ja, Mars schafft ja Dinge, die man überwinden muss, sodass sie sich auch etwas gebremst fühlen. Ja, es ist zwar viel Kraft, Energie und Elan da, gleichzeitig spüren sie aber auch gewisse Bremse, Hindernisse. Aber indem man gegen diese Hindernisse antritt, wächst man ja auch. Dann kommen wir zum Neumond. Der ist am 11. Januar im Steinbock. Nun, Neumond hat ja kein Licht, ein Vorhaben zum Wachsen zu bringen. Das bedeutet, um den Vollmond herum können Sie lernen, also so zwischen 10. und 12. Januar, da werden Sie empfänglicher dafür, zu erkennen, was ihnen noch fehlt, damit sie wirklich erfüllt sein können. Also sie haben dann mehr dieses Mangelempfinden. Ah, das ist nicht in meinem Leben und das bräuchte ich aber noch. Und weil es mir fehlt, fühle ich mich nicht emotional erfüllt. Ja? Also ein Mangelgefühl, das sie wahrnehmen bezüglich ihrer emotionalen Verfassung gibt ihnen Informationen darüber, ja, was es gilt, darauf zu achten, dass das nicht mehr in ihrem Leben ist, weil es ihnen damit nicht gut geht. Der Neumond nimmt aber dann zu, dann geht der natürlich in die Zunge, dann gibt der wieder Licht. Und so kommen wir zu Merkur, der ist mit Venus im 12. Haus. Auch das ist eher so eine Konstellation, wo man sagt, also Erholung, ja, tut gut. Welche Möglichkeiten zum Reisen gibt es vielleicht an ruhige Orte? Wie kann man sich informieren, wo man mehr etwas in die Stille und in die Abgeschiedenheit kommen kann, um dort auftanken zu können? Der Merkur geht aber dann Mitte des Monats rüber in das 1. Haus und mit Merkur in Haus 1 und Mars und Sonne, ja,
gibt er Ihnen die Möglichkeit in der zweiten Hälfte, dass Sie noch mehr daran arbeiten können, Fähigkeiten an sich entwickeln zu können, worin auch immer die bestehen, was Sie halt lernen möchten. Ja? Vielleicht gibt es schon mal länger den Wunsch, oh, ich muss mich mal richtig mit meinem Handy auskennen, weil ich blick das nicht, dieses komplizierte Ding. Dann hätten Sie dafür sehr starken Rückenwind, schneller Fortschritte machen zu können oder was auch immer Sie interessiert. Also Merkur ist der Planet des Lernens, der Fähigkeiten, der Talente, und er läuft durch ihren Aszendenten Mitte des Monats. Dadurch steht Ihnen seine Unterstützung mehr zur Verfügung. Die Sonne geht dann aber am 20. Januar raus ins zweite Haus. Dort wird es dann schon mehr ein Thema für das nächste Monatshoroskop, weil die Sonne ist ja dort auch in den ersten drei circa Februarwochen. Und wichtig wäre wohl noch die Venus, aber auch die geht am 24. Januar dann in den Steinbock hinein. Ja, auch eher ein Thema dann für das nächste Monatshoroskop. Was aber noch zu erwähnen wäre, ist der Vollmond, der am 25. Januar im Löwen ist, Ihrem 8. Haus. Nun, der Mond steht für die Psychologie, dann ist er voll, dann kann er geben. Das 8. Haus steht auch für die Psychologie, also das Thema des Innenlebens. Das bedeutet, um die Zeit des Vollmonds herum kann Ihnen etwas bewusst werden, was mit diesen inneren Themen mehr in Verbindung steht, ja, mit Themen, die was mit Psychologie zu tun haben, ja, kann auch von der Astrologie herkommen, dass Ihnen klarer wird, warum Sie sich damit mehr beschäftigen sollten, und das passt auch wieder ganz gut zu dem Eingangsgesagten, dass für Sie halt generell mehr der Weg jetzt ist, wo es um das Innere geht und das Äußere gar nicht so bedeutungsvoll ist. Okay, das wäre es gewesen. Ich darf nochmal darauf hinweisen, dass meine Ehefrau Brunhilde diesen Selbsterkenntnis-Weihnachtsmarkt hat vom 20. Dezember nur noch bis zum 28. Dezember, auch nur für eine begrenzte Anzahl. Ansonsten wünsche ich Ihnen ein schönes Weihnachtsfest, guten Rutsch und freue mich auf Sie dann wieder im Januar. Bis dahin!